Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, was ist eigentlich Hüttenkäse und gibt es einen Unterschied zum Körnigen Frischkäse? Ja, den gibt es und zwar ist Hüttenkäse der Markenname. Hier haben wir einen klassischen Hüttenkäse und hier den Körnigen Frischkäse. Der Name ist patentiert bis circa Mitte 2024 und ist eine direkte Übersetzung vom englischen Cottage Cheese. Aus England kommt diese Art des körnigen Frischkäses. Eigentlich ist er schon seit 5000 Jahren bekannt, aber wie wir ihn heute essen, so wurde er in England das erste Mal hergestellt. Auf dem Land in den Hütten. Dort wurden Milchreste dazu genutzt, den Hüttenkäse herzustellen zur Haltbarmachung der Milch. Wie das bei anderen Käse- oder auch Sauermilchprodukten der Fall ist. Wie wird körniger Frischkäse jetzt hergestellt? Dazu nehme ich pasteurisierte Magermilch, gebe Milchsäurebakterien, Calciumchlorid und etwas Lab dazu und lasse das 4 bis 12 Stunden gerinnen. Die Temperatur dabei beträgt 22 bis 30 Grad und je höher die Temperatur ist, desto geringer ist die Zeit, die die Milch gerinnen muss. Danach schneide ich das Ganze mit einer Käsehafe. Da entsteht die Galerte, also die dickgelegte Milch, wird quasi in Bruchstücke geteilt. Bei 50 bis 55 Grad wird das Ganze dann erhitzt und etwa eine Stunde lang gerührt. Dadurch werden die Körner, die typisch sind, etwas runder, fester und mehr Molke kann austreten. Dann wird die Molke abgelassen und das Ganze wird gewaschen. Dadurch verliert der körnige Frischkäse etwas Säure, die Salze und auch Milchzucker. Abschließend gebe ich fermentierte Sahne und Salz für den Geschmack dazu. Der körnige Frischkäse ist besonders beliebt bei Sportlern oder auch bei Leuten, die gerne abnehmen möchten, also Diäten machen. Und zwar deshalb, weil der Proteingehalt sehr hoch ist, dafür aber der Kohlenhydratgehalt und der Fettgehalt sehr gering. 100 Gramm körniger Frischkäse enthalten unter 100 Kilokalorien und 1 bis 1,5 Gramm Kohlenhydrate. Außerdem 4 Gramm Fett, dafür aber über 12 Gramm Eiweiß, das Protein. Wenn ich das Ganze vergleiche mit einem Doppelrahmfrischkäse, dann komme ich dort pro 100 Gramm auf über 200 Kilokalorien, circa 20 Gramm Fett, 4 Gramm Kohlenhydrate und 5 bis 6 Gramm Protein. Ich habe das auch verglichen mit einem Frischkäse, auf dem Balance steht. Dort sind ca. 150 Kilokalorien drin, 11 bis 16 Gramm Fett, 3 bis 5 Gramm Kohlenhydrate und 7 bis 8 Gramm Protein. Außerdem enthält der körnige Frischkäse sehr viel Calcium und eben auch viele Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin B12. Körniger Frischkäse eignet sich selbstverständlich hervorragend als Brotaufstrich oder als Dip, aber es gibt auch noch ganz viele andere tolle Rezepte, was man daraus zaubern kann. Und das zeige ich euch dann im nächsten Video. Abonniert doch einfach mal unseren Kanal oder schaut euch auch das andere Video zum Schichtkäse von uns an.